Guten Morgen. Gestern hatte ich ja noch schön gegrubbert und war auch live auf YouTube hier. Aber heute, Leute, es regnet, oder? Es hat geregnet. Laut Wetterkarte kommt gleich noch so eine kleine Husche rüber. Und dann soll es erstmal gut sein. Ob wir heute noch raus können beim Schlepper? Keine Ahnung. Jetzt machen wir den erstmal fertig. Tanken, er hat Blut drauf. Eventuell noch abschmieren. Wenn wir das soweit haben, dann entscheiden wir, ob wir nach Hause fahren, einen Feierabend machen und Wochenende. Oder ob wir so ein bisschen Gaudi geben. Oh, Regen ist halt trübe immer. Aber gleich geht's los. Da steht er. Mit dem waren wir gestern unterwegs. Mit dem oder werden wir heute wieder unterwegs sein. Hoffen wir doch. Den hatten wir dran. Von Köckerling. Den Allrounder Flatline. Mit 6 Meter. Und ganz ehrlich, das, was er da an hohen Stoppeln weggemacht hat, das war schon in Ordnung. Das war sehr, sehr gut. Und da, wo er nun zweimal gezogen hatte, oder hat vielleicht so an dem gelegen, der das Lenkrad bedient hat. Einmal war ich zu weit links rüber gefahren, als wir die AB-Linie da gezogen hatten. Ja. Und beim zweiten Mal, ja gut, das war vielleicht nicht meine Schuld. Nee, mit Sicherheit nicht. Beziehungsweise das war ja das erste Mal, das zweite Mal war es ja an der Seite. Ja, sieht das schick aus, irgendwie. Ja? So. Und jetzt so, Hauptschalter rein. Zündung an. Und jetzt warten wir. Schau noch mal hier, sagt der Öl ist okay. Und jetzt warten wir, bis er das System hochgefahren hat. Und dann starten wir. Nicht eher. Also ich mache das immer so. Das ist wie beim Computer. Den fährt man auch hoch. Und wenn der oben ist, dann haut man in die Tasten. Und wenn der oben hoch ist, dann drehen wir an den Schlüssel. So, alles gut, alles schön. Und Schlüssel rumgedreht. So, und schon haben wir 370 Pferde angespannt. So schnell geht das. Steuerventile sind alle verriegelt. Entriegeln wir hier. Jetzt haben wir alle Steuerventile frei. Wenn wir jetzt hier den auf den Fahrhebel auf Parken haben, dann ist die Bremse hinten natürlich fest. Wenn wir den jetzt hochfahren wollen, Druck haben wir auch, sind an die 8 Bar. Und wenn wir den jetzt hochfahren wollen, weil ich hatte die Nacht runtergelassen, damit er schön schlafen kann. Das haben wir über das Steuerventil 1. Und da legen wir aber den Gang ein, damit die Bremse rausgeht. So, jetzt haben wir keine Bremse mehr. Jetzt können wir den hochfahren. So, dann kann man jetzt wieder in die Parkposition setzen. Dann ist er jetzt wieder auch hinten gebremst. Weil, wenn wir den hochfahren, habt ihr ja gesehen, die Räder, wenn die runtergehen, die drehen natürlich ein bisschen mit. Und um das nicht zu blockieren, na, immer die Bremse raus. So, jetzt klappen wir den noch ein. Der war's. So, jetzt kommt die Transportsicherung, damit der Werderfahrt nicht runterfällt.
eigentlich geht man ja hier an die Seite hin, ne? Glaube ich mal, dass das so gedacht ist. Und macht die zu. Ich komme da nicht hin. Dann rennen wir mal drumherum. Oh, hier der Boden, der quatscht richtig. Na, fahren wir jetzt mal zur Tanke. Ganz in der Nähe da, wo wir gestern noch waren. Ah, ich muss hin. So, nun noch mal. Jo, auf ihn geht's hin. Heute bringt man das ganze Gefährt mal so richtig in Arbeitsstellung. Das heißt, wir nehmen auch die Luftmauer richtig runter. Das heißt, richtig auf dem Druck der Bodenbearbeitung. 08, 09 Bar, mal schauen. Damit wir eine schöne große Auflagerfläche haben. Um halt den Bodendruck auf dem Acker zu verringern. Gewicht ist ja das gleiche, verteilt sich nur auf einer größeren Fläche. Ja? So, wir befahren den Acker, dann machen wir schon mal Allrad rein. Allrad ist immer gut. So, Freunde. Ausgeklappt haben wir, Luft haben wir runter. Elektrik ist angeschlossen. Genau, jetzt legen wir uns eine AB-Spur und aber jetzt bringen wir erstmal den Kollegen hier auf Arbeitshöhe. So wie gestern hieß es. Ja. Und wir bearbeiten in der, so eine Fläche in der ersten Stufe. Gell? Ein bisschen flacher. Das sieht aber auch wirklich geil aus. Also hätte ich nicht ein neues Gerät dabei, würde ich sagen, das liegt an mir. Könnt ihr euch mal angucken. So können wir die Bahn ziehen. Normalerweise würde ich jetzt einmal drumherum fahren, die Außengrenze festlegen. Aber machen wir heute nicht. Jetzt ballern wir gleich los. So, jetzt gehen wir mal ins Menü. Den Job haben wir ja schon. Einen neuen angelegt. Wir nehmen eine gerade, eine AB-Linie. Hier setzen wir den Punkt A. Setzen wir den hier. Habe ich den schon gesetzt? Ja, habe ich schon gesetzt. So. Und in die Richtung wollen wir fahren. Leicht quer zur Drillfläche oder Drillspur. Einmal frei. So. Jetzt stellen wir alles auf Automatik. Und dann können wir uns quasi schön zurücklehnen, Bildzeitung lesen. Obwohl, die lese ich gar nicht. Das sehe ich beim Lesen nicht so. Und dann macht der Schlepper gleich alles von alleine. Ah. Und warum geht nichts?
weil nichts geht. Lenksystem geht nicht. Na komm, nochmal neu. Man sollte immer stehen. Den Fahrwahlhebel auf Pause. So, jetzt habe ich hier unten schon mal grünes Licht. Und jetzt fahren wir. Und ich habe grünes Licht im Autopiloten. Alles klar, jetzt gehen wir schon mal in die Spur. Die Nummer 1 gedrückt. Das Ding geht runter. Und feuerfrei. Ja, da können wir jetzt alle Frühstück einleiten, oder? Tiefer. Mal sehen, ob es dann funktioniert. So. So, jetzt sind wir ein bisschen tiefer drin. Also mit ein bisschen mehr Tiefe scheint das zu funktionieren, oder was? Jetzt fahren wir die gleiche Strecke nochmal zurück, beziehungsweise eine Bahn daneben. Um in den gleichen Bewuchs zu kommen. Wenn er das da macht, dann geht es halt mit einer etwas tieferen. Aber jetzt arbeitet der Motor schon ziehen. Jetzt habe ich auch 100% Motorauslastung hier. Naja, es baut sich in den Zinken auf, fällt aber wieder runter.
Tiefe scheint das zu funktionieren. Hoffen wir das mal. Bin aber auch tiefer drin als vorhin.